Mal ganz kurz zum Thema Chromatographie. Ich habe hier entsprechend, ich zeige jetzt mal nicht, welche Stifte das sind, also man weiß ja, das übliche Wettbewerbsgründe, Punkte drauf gemacht auf dieses Papier und ich werde das Papier benetzen. Und jetzt kommt es mir bloß auf eins an, zu zeigen, wie schnell und mit welchen unterschiedlichen Farben, na, hier rechts, der kann noch einen Schluck vertragen. Und mit welchen unterschiedlichen Farben sich die ganze Sache ausdehnt. Könnt ihr alles zu Hause selber machen. Nehmt irgendwelches Küchenpapier, macht ein paar Punkte vorher drauf, begießt sie damit Wasser. Und ihr seht an der Geschwindigkeit, was hier passiert und dass manche der Farbanteile eben gar nicht so weit kommen. Das nehme ich auch als Modell dafür. Na, ich verrate es noch nicht. Guckt einfach dann bei den Links und wenn ihr die Links gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Also es wird überall verwendet, man ahnt es gar nicht. Selbst im elektrischen Bereich. Na gut, bis später. Tschüss.